Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Company of Heroes 2. Semoski wieder mal. Wir sind im Fieber. Der Dulrich und ich. Servus. Ja, diesmal mit den Russen und zwar nur gegen Deutsche und nicht gegen Deutsche und Russen gemischt. Insofern bin ich ganz froh. Soll ich mal hier oben hinnehmen? Oder machen wir das zum Schluss? Machen wir zum Schluss. Da gehe ich schon. Ich gehe über die obere Seite. Du kannst direkt runter zum Sprit rücken. Jo, alles klar. Scout-Car geht in die Mitte. MGs und sowas bringen da nicht so, also bringt nicht so wirklich was, weil der eine hat ja Mörserbericht rein, der wird auf jeden Fall Mörser spielen, dann mörsert er einfach die Gebäude kaputt. Kann ich es auch direkt sein lassen. Sollen wir etwas bauen? Ich spiele auf jeden Fall die schweren Mörser. Ähnlich wie in dem anderen Spiel, der Gegner es getan hat. So, na guck mal. Geh direkt runter zum Spritz. Ja. Yep. Schon der zweite Rekrutentrupp. Sehr schön. Snipe kommt dann auch direkt in die Mitte. Hier oben der Punkt ist mir. Und ich werde auf jeden Fall dieses Mal mehr Minen legen. Auf die Engpässe. Feind ist hier. Ja. Yep. Ah, da kommt was er schon. Kommt er? Ah, das schafft er aber nicht. Geh ein bisschen auf größere Distanz. Da eignen sich seine Schnellfeuergewehre nicht. Na, weg, Rude, komme. Obwohl, ich lasse das Scout-Car außen bauen, dann direkt den nächsten Sniper. Unten weiter mit den Rekruten. Und da kommt schon das MG. Nice, der Molly sitzt doch mal. Sehr schön. Macht aber keinen Damage. Fast verpennt, den nächsten Sniper zu bauen. Oh, unten ist auch Großoffensive. Und Sniper ist da. Der Mörser hat gesessen. Und Fuck. Vier Mann mit einem Schuss. So, und das sieht gut aus. Und hier kriegen die Grenadiere erstmal so aus. Mörser ist vorgezogen. Ich hab grad nichts mehr, ich frisch mich schnell auf. Ja, ja. Mit einem Trupp. Spiel mal einen gepflegten, geh nochmal runter an den Spritz. Spiel mal einen gepflegten Sniper-Spam, es kommt gerade der dritte. Weiß nicht, warum der gerade enttarnt ist. So. Hier oben weiter, wann immer. Oh ja, merci. So, der Mörser ist ausgeschaltet. Hol dir das MG. Naja, der Mörser ist ausgeschaltet, jetzt ist das MG dran. Wenn sich meine Snipes mal tarnen würden, ich weiß nicht, warum die das machen. Stehen in guter Deckung. Ich hol mir den Mörser auch von ihm. Oh Gott. Töte ihn, ja, nice. Töte ihn doch. Ja. Und das MG kannst du auch gerade übernehmen. Hast du zwar einen Rekrutentrupp geopfert, aber dafür haben wir beides. So, hier oben kommt die erste Mine hin. In die Kirche? Ja, warum jetzt in die Kirche. Obwohl,
Wenn die Boah, ich setze ja gut, hier Mörser hier. Haben sie eh verloren. So, ein Sniper ziehe ich zurück, der frischt sich mal auf. Und da ist der Feind wieder. Und frisst erstmal eine Kugel vom Sniper. Sieht so aus, als hätten sie arge Probleme mit dem Sniper. Meine Infanterie kommt bei. Und der, der Grenadiertrupp kann sich erstmal nochmal zurückziehen. Und der nächste Grenadiertrupp wird unter Feuer genommen. Zack. Sehr schön. Der Sniper-Spam eignet sich auf der Karte sehr gut. Die Pfade sind ziemlich eng. Kann der Gegner nicht so weit kommen. Mit seinen Fahrzeugen. Na komm. Tötet ihn. Nein, entkommt. Wie kann das denn sein? Oh, jetzt vermine ich erstmal die Straße. So, die Engpässe werden jetzt alle vermint von mir. Und einer der Snipes geht mal vor zum Specken. Oh, da ist der Feind wieder. Zack. Und die Grenadiere fallen auch, wie die fliegen. Ist da außen Scout-Car? Nein, mein Sniper. Ich frisch mich gerade nur noch mal schnell auf und dann bin ich noch mal da. Ja, kommt noch. Hast du schon ein Feldkrankenhaus? Nee, oder? Doch, habe ich. Nice. So, dann bringen wir hier außen noch ein Sprengpaket an. Scout-Car muss fallen. Sniper ziehe ich mal oben zurück. Der Sniper hier ist geheilt, sehr gut. Nice, sehr schön. Objekt wird gesichert. Sieht doch gut aus. So, dann Rückzug hier. Rückzug an der Stelle und du gehst nochmal weiter. Machst du das Fahrzeug fertig? Riesenblob. Ah, das ist Falls das MG jetzt fallen sollte, bekommt das wenigstens nicht. Ja, mein Snipe schießt nicht auf den, der feuert, obwohl ich es ihm sage. Was?
und schießt dann daneben. Ich fasse es nicht. Rückzug. Natürlich ist gefallen. Nimmst du den Punkt ein oder was mit deinem Snipe oder mache ich das gerade? Schieß auf deinem oder aufs MG drauf. Das ist wichtiger. So, jetzt läuft er da unten mit seinem W2 MG, aber die laufen zu weit auseinander. Nein, ich hätte es beinahe geschafft. Oh oh. Rückzug. Wie viel ist erteilt? So, jetzt kommt der nächste Move. Verbrecht der MG. Ich habe so viele Ressourcen gespart. Ich spiele doch keine Mörser, ich spiele gleich eine ISO. Ich habe echt so viel Ressourcen gespart, ich könnte einfach noch ein paar Snipes bauen. Das mache ich jetzt auch. Zwei weitere Sniper-Truppen sind im Bau. Ich werde gebraucht. Was kann ich tun? Haben wir noch unseren Mörser? Ja, sehr gut. Fackel mal deren Mörser ab. Einer hier, einer da. Und da heißt noch ein paar Punkte ernten, damit ich die ISO bringen kann. Die ISO, wenn die hier steht, dann ist da unten der ganze Bereich zu. Was ist rechts mit dem Bereich? Ist da irgendwas? Nee, aber ich konnte die ganze Zeit nicht so richtig angreifen. So, Su ist im Bau. T34 er versucht hier oben jetzt mal sich da durchzuschlängeln. Sniper ist schon da, zweiter Sniper ist auch dafür oben. Greif an, ich versuche sie abzufangen. Da ist er durch die Mine gelaufen. Leider nur mit einem. Oh, Ostwind. Da ist der Ostwind, ja, ja. Nehmen wir mal unten die Ressourcen ein. Schicken die Snipes mal mit. Du bist da. Ich will mich aus der Kirche rausziehen, oh Gott. Gut, ich hatte es gerade einfach nur darauf geachtet. So, dann mal die T-70 an die Front. Du bist da. Ah, die kannst du direkt hinterher schicken. Oh Gott, uns ist einfach nur lahm. Ich gehe mal in der Zeit die Pios abfangen. Wenn er sich dann repariert, hat er gleich keinen Motor. Hm. Und dann macht er nicht so viel Schaden. Und zack, das war's mit dem Pius. Rückwärts. Und er bleibt bei seinem Motorschaden. Und dann heißt hier wieder rückwärts. Die Pius sind auch gleich wieder bereit. Versuch mir noch den Osten zu holen. Ja, warte, lass mich kurz vorbei. Jetzt kannst du. Nee, es haut ab. Er kann nicht abhauen, der hat Motorschaden. Also hin. Immer noch genau da wahrscheinlich. Nee, er ist abgehauen. Ja, der kann nicht weit kommen. Der muss ja hier über den Engpass drüber. Dann ist er hier. Weiter vor. Was zum Teufel? Da oben steht er, er hat sich nach oben verkrochen. Gibt er dir erstmal Motorschaden. Oh, ist egal, dann fährst du einfach zurück. Zack. Sehr schön. Kommen wir jetzt mal von unten mit dem T34 rein.
Und hier hinten dann auch. Hier hinten wird erstmal das Treibstofflager ausgeschaltet, dann gehen wir mal gucken, was sie noch so haben. Sieht ja gerade nach einem massiven Rückzug aus. Hallo Mörser. Soll ich eine Katusha bauen? Oder eine Such? Warum eigentlich nicht? Katusha. Alles klar, ist ein Bau. Viel Sprit haben die ja nicht, oder? Nee. Kann ich nicht zünden, ne. Wie denn auch? Und die Infanterie fällt langsam, aber sicher, was war das? Ah, den nehme ich auch mit. Nein, er ist entkommen. Da haben wir eine Pack stehen. Dann schieben wir jetzt mal meinen T-70 runter in die Ecke. Dann hier hinten dran. Sieht gut aus. Nächstes Unbau. Ich dachte, du baust Katusha. Ah ja, hast du schon. Jo, eine habe ich schon. Sehr schön. So, dann gehen wir mal mit den Snipern vor, die Pack ausschalten. Hallo Pack. Dann zeig ich mir gleich, wo ich mal was rennen soll. Ja, im Moment habe ich kein Ziel. Zack, die Pack ist down. Und der erste ist ausgestiegen. Boah, die Sniper sind so bombastisch auf der Karte. Oh je, hier unten geht die Infanterie drauf. Erster Infanterie-Trupp down. Oh. Und der zweite Infanterie-Trupp down. Übernahme, Fertigkeit und dann war's das. Sollen wir etwas bauen? Sehr gut. Ein Scout-Car, wie süß. So, dann hier Rückwärtsbewegung, Snipes vor. Wenn du noch Trupps hast, hier unten steht noch eine Pack rum. Ich werde gebraucht unterwegs. So, dann gehen wir mal ein bisschen von der Seite in die Offensive. Oh, ich baue noch eine Katusha. Warum nicht? Was ist hier damit? Das kann man rein theoretisch übernehmen.
So, und das war's. Oh, jo, der Snipes. Oh ne, gut, hat sich glaube ich. Oh, Alter. Hat die doch weggesniped. Ja, hallo? Was machen denn die Pio? Fahren wir nicht weiter mit deiner T430, trotzdem haben wir noch was drin. Okay, ich zieh mich zurück. Jetzt muss ich noch ein kleines Stiegelchen fahren, oh, nicht schlimm. Oh, Pack steht übrigens. Dann fahren wir ein bisschen zurück. Alles klar, da hau ich dann auch noch was drin. Ist erstaunlich, dass der T430 nicht so weit schießen kann wie der T70. Nein! Half-Track, meine Snipes. Ich hab gedacht, du rotzt da rein. Kann ich doch. Kam aber nix. Da ist einfach nichts kaputt gegangen. So, endlich genug Punkte. Auf geht's. Nummer 1. So. Noch nicht so. Sollen wir einfach mal rinfahren? Ja, warum nicht? Viel kommen kann dann, denn die Pack habe ich da auch gemacht. Ja, da oben sind wir zwei. Gottes Willen. Feindlicher Flieger. Oh, Stuka. Ah, voll ins Leere. Ja, sehr schön. Ich schau mal noch in die Mitte, Katuscha. Mach das. Irgendwo unten steht auch meine ISO. Sie hat noch nicht da rausgegangen ist. Präzisionsbombardement. Oh ne. Nein, mein T-70 ist down. Er wurde zerstört. Bomber trifft. ISO steht. Und es ist vorbei. Oh. Oje, oje. Ja, ob ich die auch noch verwenden kann. Das war ja fast schon zu einfach. Meine Sniper, da ist mir ein Trupp verreckt und die haben insgesamt 60 Mann getötet. Ey, die waren so brutal, die Snipes. Die waren sowas von brutal. Leute, ich habe 8 Mann verloren und 122 getötet. Was ging Ujo. Ab? Ey, wie geh ich denn du ab? Ah, ich wollte unbedingt gewinnen. Alter. Ach, für dich war das eine süße kleine Partie, oder? Ja. Man braucht auch auf der Karte braucht man das Scout-Card nicht. Also man braucht da nichts, um die Sniper reinzusetzen. Die können auch so darum laufen. Sogar meistens. Die haben so viel Deckung. Die haben so viel Deckung und Engpässe. Ja, genau. Sind dann überall auch schön getarnt. Dann weiß der Gegner nicht, wo der Typ sitzt. Und dann macht's erstmal Piu-Piu. Das war ja aber auch Mofas, was Buller gespielt haben. Mhm. Von dir nichts. Nichts. Geht noch eins. Hä? Geht noch eins. Heute mache ich könnt mir. Okay. Dann noch abschließende Worte. Spielsatz und Sieg. So sieht's aus. Bis dann.